Hallo, meine Lieben. Ich habe heute ein Putz and Haul für euch. Was das genau ist, das seht ihr jetzt. Ich war ein bisschen bei Miniso einkaufen. Das sind eigentlich so Produkte, die man eigentlich nicht braucht, aber irgendwie doch. Und ich habe da so ein paar Sachen gekauft, die ich jetzt in diesem Video direkt eins zu eins sofort ersetzen werde. Und hier haben wir ein süßes Handtuch und dafür schmeiße ich jetzt einfach mal mein altes Handtuch weg und ersetzt wird das durch dieses Handtuchkleidchen. Ich finde das so zuckerzuckerzuckersüß. Und ja, dann haben wir, braucht auch eigentlich keiner. Das sind hier so Löwen. Zahnbürstenhalter, die klebt man sich einfach an die Fliese und dann kann man einfach seine Zahnbürsten dort reinsetzen. Das ist natürlich super praktisch. Dann kann es gut an der Luft antrocknen, aber tut es ja so auch. Hahaha. Was haben wir als nächstes? Und zwar habe ich hier ein Haarband gekauft und da weiß ich, dass Seda das jetzt schon bereut, dass sie das nicht gekauft hat. Sie war knautscherig und das ist das süßeste und richtig festeste Haarband, was ich bis jetzt hatte. Also das sitzt richtig gut am Kopf und damit kann man sich abends wirklich super gut abreinigen. Also die Haare sind definitiv nicht im Weg. So, als nächstes total unspektakulär habe ich hier Wandhaken gekauft. Und zwar warum? Mitten beim Bohrvorgang hat mein Mann leider total verkackt. Beziehungsweise es war eine Betonwand und wir sind einfach mit dem Bohren nicht mehr weitergekommen. Deswegen klebe ich das jetzt einfach ab. Und zwar hätte ich nicht gedacht, dass das so bombenfest hält, aber es hält bombenfest. Also, das ist echt heftig. Und da kann ich jetzt meine schönen Kleidungsstücke anhängen, wie zum Beispiel mein Bene-Babe-Kimono. Richtig, richtig schön. Dann als letztes habe ich mir hier so ein, wie nennt sich das denn, Aufbewahrungsbox gekauft. Ich wünschte, ich hätte mir zwei oder drei Stück davon geholt, weil ich hätte nicht gedacht, dass das so praktisch ist. Ihr seht, es ist in 0, nix aufgebaut und ihr kennt es, die Schrankinnenleben, die sehen immer nicht besonders schön aus und hier kann man einfach alles super schön verstauen und es sieht einfach wunderschön aus. Ja, als nächstes möchte ich euch noch ein paar meiner richtig guten Putztipps, Reinigungstipps fürs Badezimmer geben. Und zwar würde ich sagen, bereiten wir erstmal die Lösung vor. Und zwar besteht die aus Natron, ein bisschen Wasser und zu allerletzt füllen wir dort noch ein bisschen Essig rein. Und dann können wir das Ganze ein bisschen schütteln. Also wir haben hier einen naturellen Reiniger, den wir einfach überall jederzeit einsetzen können. Und das tun wir jetzt zum Beispiel bei uns im Bad. Hier seht ihr schöne Reifen. Seifenreste, die ich entfernen möchte und die sprühe ich kurz damit an und dann lasse ich das Ganze kurz 20 Minuten einwirken. Hier seht ihr meinen Reinigungsschrank bzw. unter der Spüle sieht es so aus und dort sieht man auf der rechten Seite haben wir hier Reinigungsmittel in PET-Flaschen. Warum? Ich kaufe meine Sachen meistens in so Putzläden. Und zwar ist es dann günstiger und das Ganze spart natürlich ein bisschen Verpackung. Und was ich dann mache, ist natürlich das Ganze einfach in leere Duschgelverpackungen zu füllen und ja, ich habe immer was parat und wenn ich merke, okay, es geht jetzt aus, kann ich einfach wieder zu diesem Reinigungsladen und mir Neues holen. Das ist das Beste, was ich bis jetzt immer gekauft habe. Und zwar ist es Magic Pack, kennt ihr? Sihilisigisyngede. Damit kriege ich ohne Scheiß alles, alles kriegt ihr damit raus. Und das ist das Beste. Also wenn ihr mal bei Rossmann seid, holt euch den. Perfekt. Das ist auch einer meiner Lieblingstricks und zwar habe ich dieses kleine Teil immer parat. Dort kann man sein Reinigungsmittel direkt. In dem Fall Handseife und Essig. Und jedes Mal, wenn ihr dann eure Spüle sauber machen möchtet oder eure Keramikbecken, dann könnt ihr das Teil nehmen, einfach so ein bisschen hin und her wischen, ein bisschen reiben. Dann braucht ihr nicht jedes Mal einen Waschlappen oder sonstiges raussuchen. Dann reibt ihr das alles schön ein und dann spült ihr das Ganze einfach wieder mit klarem Wasser aus. Und ihr habt im 0, nix ist euer Waschbecken perfekt sauber und einfach einwandfrei. Dann als nächstes nervt mich das ständig, immer mich zu bücken und immer Waschpulver rauszuholen. Deswegen habe ich immer auf meiner Waschmaschine zwei dieser Behälter stehen. Einmal für Farbe und einmal für Weißwäsche. Und so brauche ich mich halt nicht jedes Mal bücken und kann dann direkt alles aus diesem Behälter holen. Und es sieht auch noch schick aus, wie ich finde. Was wir übrigens öfter machen müssen, ja, ist dieser Behälter für die ganzen Waschpulver auch mal
waschen bzw. reinigen. Ihr seht, es sieht total verdreckt aus, kommt leider durch den Weichspüler, den ich benutze. Und hier sprühe ich dann mit meiner super tollen Lösung das Ganze ein, das kurz einwirken. Und hier habe ich einen, ja, ihr werdet es nicht sagen, ein Nähbuffer-mäßig irgendwie so eine Nagelbürste. Und mit der lässt sich das einfach immer einwandfrei reinigen. Und ja, dann spült ihr das Ganze einfach mit klarem Wasser ab. Beziehungsweise an die Stellen, wo ihr nicht gut rankommt, könnt ihr auch eine Zahnbürste benutzen. Und schaut mal, voilà, es ist wunderschön sauber. Och, da macht das doch alles gleich ganz, ganz viel mehr Spaß. Mit dieser Nagelbürste könnt ihr jetzt übrigens auch eure Fliesen jetzt hier nochmal die Zwischenräume sauber machen. Und das geht auch wunderbar und sie sehen wieder aus wie neu. Gott, ich hasse Putzen. Mein Mann sagte nur so, schön, dass du dieses Video drehst, so wird unser Haus mal wieder endlich sauber. Ey, das war so gemein. Ja, hier seht ihr aber auch schön die Wasserflecken auf der Duschkabine. Ich hasse das. Das kommt daher, wenn das nicht richtig sauber gemacht wird, beziehungsweise wenn das nicht abgeschabt wird. Ich habe extra einen Abschaber daneben stehen, aber wird kaum benutzt. Jetzt habe ich hier wieder Natron und ein bisschen Essig. Das mische ich dann zu so einer Paste. Das mache ich so circa einmal im Monat, weil es ist schon sehr nervig. Damit macht ihr eine Paste und reibt sozusagen eure Duschkabine einmal damit ein. Und dann lässt ihr das einfach ein bisschen so 20 bis 30 Minuten einwirken. Und dann kommt wieder diese Nagelbürste zum Einsatz. Dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen mit Wasser abschrubben. Und ihr seht, voilà, die ganzen Wasserflecken sind wieder weg. Aber gleich habe ich noch einen super Trick, wie ihr die vermeiden könnt. Dann haben wir unsere Zahnputzbecher und sonstiges. Die sehen sehr gerne mal ein bisschen verdreckt von innen aus. Ihr müsst die jetzt gar nicht mal so großartig sauber machen. Was ihr einfach total easy machen könnt, ist das Ganze einfach in die Spülmaschine packen. Yes, habe ich auch nicht dran gedacht. Da musste auch erstmal ein Groschen fallen. Aber ja, danach sehen die ganzen Sachen einfach wieder aus wie neu. Und ihr könnt die wieder selbstverständlich mit euren Produkten befüllen. So, meine Lieben, das Ekligste kommt jetzt fast zum Schluss. Ich habe noch ein bisschen, aber die Toilette, ich hasse es, die Toilette zu reinigen, weil ich einfach so ein... Ich mag das halt nicht, das ist so der dreckigste Ort für mich in der ganzen Bude. Dort gebe ich dann halt wieder was von meiner Lösung auf. Und ja, Handschuhe anziehen, weil das ist echt... Und auch hier unter dem Toilettenrand kann man das Ganze auch benutzen. Einfach ein bisschen mit Toilettenpapier besprühen und dann könnt ihr das so unter den Rand klemmen und dann am besten so 20, 30 Minuten einwirken lassen. Dann kommen dort halt auch die letzten ekelhaften Reste raus und halt vielleicht noch so ein bisschen Kalkentferner könnte man auch ja, benutzen. Dann meine Spülbürste, da tue ich direkt auch die Lösung rein, damit halt die Bürste auch direkt in der Lösung ständig drin ist, weil so ist es halt alles ein bisschen hygienischer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann, genau, Klarspüler. Klarspüler nennt sich das so. Könnt ihr einfach auf eurer Duschkabine geben. Natürlich nicht, wie ich es jetzt zeige, von außen, sondern von innen. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass die Duschkabine, wenn ihr es macht, natürlich trocken ist, weil sonst wirkt das Ganze nicht. Und somit könnt ihr verhindern, dass sich diese Wasserflecken wieder bilden. Zu allerletzt ein Trick, den ich schon seit 100 Jahren benutze, Spiegelputzen. Das Einfachste, nicht nur für Spiegel, sondern auch für Fenster, wenn ihr wirklich streifenfrei haben möchtet, ist definitiv Zeitungspapier. Ja, ihr werdet es mir nicht glauben, aber Zeitungspapier reinigt wirklich am besten. Und ja, es sieht einfach danach wie Glas aus, also einfach perfekt und ich liebe diesen Trick und ihr werdet es mir danken, wenn ihr das einmal ausprobiert habt. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sind alle blitzeblank sauber, yeah. Und hier könnt ihr nochmal mein letztes Video sehen und ich würde mich natürlich über positive Bewertungen bzw. über eure Tricks freuen. Herzlichen Dank, bis dann, tschüss.